Jetzt gibt es drei Comedians zum Preis von einem. Jetzt kommt ein langhaariger bester Freund, eine langhaarige Pelzhändlergattin und ein langhaariger Mettler. Ihr merkt schon, die haben alle was gemeinsam. Die kommen alle drei aus Mannheim. Hier sind die besten Comedians Deutschlands und das hier ist Bühnen-Scheland. Unglaublich. Okay, einmal Headbanger. Okay, komm. Es geht doch. Hey, schön, Kinder sind auch da. Wie heißt du, junger Mann, in der vierten Reihe? Ja, du? Kaya. Ach. Bist du... Du bist jetzt in die Vergangenheit. Das ist... Das sieht tatsächlich aus wie geil. Ist es deine Mama? Ist es Mama? Nee? Mama ist nicht da? Papa ist da? Ja, ich weiß schon, warum die Mama nicht da ist. Ich kenne deine Mutter. Und ich hab... Hey, was? Guck mal, das ist Köln. Ihr seid so versaut. Ich habe nur gesagt, dass ich sie kenne. Und ihr so um die Muppet-Show. Guck mal. Nee, aber ich bin auch dein Vater. Auf jeden Fall, ich habe... Nee, es war nur Spaß. Kinder sind so wichtig, oder? Luke hat es ja eben gerade erzählt, Familie. Familie ist so wichtig. Luke hat noch keine Kinder, aber ich, voila, eins, zwei, drei. Nee, tatsächlich, also ich will ja nicht angeben, ich habe eine deutsche Mutter und ich sage immer, gebt nicht immer an, ne? Aber wenn ich den Türken so richtig aus mir rauslassen würde, würde ich sagen, voila, ich bin sehr fruchtbar. Man nennt mich auch den türkischen Wolny. Hey. Hast du mir jetzt imprägniert oder was? Pass auf, pass. Doch, meine Frau sagt zu mir, wenn ich sie nur anschaue, wird sie schwanger. Muss ich selber lachen. Wer ist das? Achso, setz dich. Ich dachte, meine Frau kommt. Nein, pass auf. Leute, was ist das heute Abend? Super. Ich kann mein Programm gar nicht machen. Die werden verrückt in der Regie. Warst du jetzt Brunsen? Pipi? Ich war mal im Osten, ne? Da sagen nicht Brunsen, da piep mir so, ich war Sagen. Ne? Es kommt doch eine. Ach so. Ist es so normal? Beim Türken geht man pissen? Ah, ist okay. Okay. Ja, ist okay. Auch erste Reihe, ne? Ist doch egal, das sieht doch jeder. Jo, ich will auch wissen. Ich weiß nach ihr. Ne, schön. Ne, Kinder haben ist wirklich was Schönes. Wirklich, ich wollte es nochmal sagen, weil es ist so wichtig in dieser Welt. Luke hat es schon gesagt. Wirklich, ich sage das auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob es heute Abend schon gesagt worden ist. Aber es ist so wichtig. Die Kinder brauchen eine Zukunft. Und ich muss jetzt mal was Ernstes sagen. Bei mir, und das ist in meinen Shows auch immer so, da herrscht Liebe. Hier können Juden sitzen, Moslems, Christen. Scheißegal, welche Hautfarbe, scheißegal, welche Sexualität. Hier darf jeder sitzen. Und ich glaube, das zeichnet diese Show aus. Ja. That's it. Ja. Und tatsächlich, ich habe vier Kinder, fast die Basketballmannschaft voll. Und wir sind Weltmeister. Und ich habe auch eine kleine Tochter. Und wird manchmal auch konfrontiert mit Fragen, Leute. Dass, ich bin jetzt hier so locker, ne, und mache hier so ein paar Sprüche, aber zu Hause, hey, ohne Scheiß, ne? Wir haben ein Essen, dann fragt meine kleine Tochter, Papa, wie entstehen eigentlich die kleinen Babys? Da war ich richtig. Da tue ich mir schwer, da habe ich echt rumgedruckt, was ich gesagt habe. Ja, also das ist so, der Papa hat die Mama lieb und dann drückt er bei der Mama so ein bisschen rum und am Ende kommt bei der Mama ein kleines Baby raus. Und wisst ihr, was meine Tochter gesagt hat? Ist die Mama ein 3D-Drucker? Wirklich? Echt? So klein? Was machst du da als Vater? Dann habe ich gesagt, ja, genau, wer will noch Pommes? Nee, meine große Tochter ist fast erwachsen und ich muss sagen, die wird ganz anders wahrgenommen. Das registriere ich jetzt als Vater. Guck mal, wenn ich früher von ihr Kinderfotos gezeigt habe, ne, da haben Freunde, Bekannte gesagt, ach Gott, wie süß, mashallah, hamdallah, mashallah. Wenn ich jetzt Fotos von ihr zeige, die gleichen Freunde, oh, was ist das? Voll das Gerät. Was? Wisst ihr, was ich meine? Der Blick verändert sich. Und ich überlege, einen Waffenschein zu machen. Ne? Ja, Kölle, man denkt plötzlich ganz anders über die Burka.
Guck mal, guck mal, guck mal, ihr seid noch wach, ihr seid noch wach. Ist okay. Okay, komm. Kompromiss, Routine. Nein, aber. Nee, aber weißt du, ich bin wirklich integriert, aber wenn du so eine große Tochter hast, die Blicke, ehrlich, das ist. Guck mal, also der erste Freund von meiner großen Tochter, der tut mir jetzt schon leid. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus. Der arme Kerl. Aber falls du das jetzt irgendwann mal hier siehst, es war nichts Persönliches. Aber fass ihn nicht an! Wirklich, nee. Wenn der klingelt, ne? Ist er so ein. Vielleicht klebt das sich auch fest, man weiß nicht. Aber ich weiß nicht, wie es so. Aber pass auf, wenn der klingelt, dann kriegt er erstmal eine Ohrfeig. Ja, klar. Dann wird er sagen, was habe ich denn gemacht? Das ist für das, was du noch machen wirst. Jetzt versteht ihr mich, hä? Jetzt versteht ihr mich. Ja, Mann. Guck mal, es ist doch so, den ersten Freund von der großen Tochter gelernt. Das ist doch reine Zeitverschwendung. Ne? Der frisst noch meinen Kühlschrank leer, wenn er hier ist. Ne? Und dann werde ich noch zu ihm sagen, hey, wer hat sie gewickelt, du oder ich? Und die jungen Leute sind ja frech geworden. Ich wickel sie anders. Wirklich so. Der erste Freund. Wir wissen doch alle, wir Erwachsenen, da wird nie was draus. Ne? Nach einem Jahr wird meine geliebte Tochter wegen diesem Typen sich im Zimmer einsperren und sich die Haare abschneiden. Ich hoffe, er weiß, was ich ihm dann abschneide. Ne? Wobei, ich mach das gar nicht. Ich hab hier, seht ihr den Ali? Wink mal, Ali. Wink mal. Wink mal, das ist der Ali. Der ist Libanese. Ich mach mir die Hände nicht dreckig. Ich sag Ali, hopp, und dann springt er. Schnipp, schnapp, schnappi, Alligator. Komm, Applaus halt, mein lieber Ali, halt. Maschallah. Oh, Mann. Ach, ja, vielleicht muss ich einfach entspannter werden, was meine Tochter angeht. Ne? Der Ali, jetzt habe ich ihn ja erwähnt, der ist ja Libanese. Ich meine, das klingt jetzt auch rassistisch. Obwohl er Libanese ist, ist der viel entspannter und toleranter, was den Schwiegersohn angeht. Sagt er zu mir, weißt du, Bruder, also eigentlich redet er normal, aber fürs Programm redet er mit Akzent. Nee, ist witziger. Hautfarbe egal. Scheiße, kommt gar nicht mehr gut. Hautfarbe egal. Muslim egal, hat er wirklich gesagt. Nur eins ist bei ihm ganz sicher. Meine Tochter wird keinen Thomas heiraten, hat er gesagt. Ja, Applaus für Ali heute Abend. Oh Mann, oh Mann. Oh, ich sage euch, jetzt, ja, 48, aber ich habe die Kraft von zwei Herzen, oder wie heißt der Spruch? Ja, hier, ja, habt ihr geguckt, ne? Ja, da hat sich der Muskel aus der Haut gedrückt, aber läuft. So, und damit die Frauenquote auch erfüllt wird, ne, Cindy war schon da und Tanee, und jetzt kommt noch eine Frau, die etwas reifer ist als meine große Tochter und die ganz gut auf sich selbst aufpassen kann. Hier ist Anneliese. Zeitlupe. Dankeschön. So. So. Kontrastprogramm. Was macht denn der Ständer da? So, komm. Ruhig. Contenance, Etikette. Moment, warten Sie noch mit dem Foto. Moment. Moment. Die fallen heute nicht so richtig. Geiler Bock. So, pass auf. Mein Name, Hochdeutsch, mein Name ist Anneliese und ich und mein Mann, wir haben ein exklusives Pilzgeschäft. Pilzgeschäft? Ah, heute bin ich drauf, ey. Pilzgeschäft. So dumm. Gut, wir Frauen haben auch einen Pilz, aber woanders. So, jetzt pass auf. Mushroom. Okay. Der verreckt. Also ich weiß nicht, wie dahin die Stimmung ist, aber hier verrecken sie, ehrlich. Wenn es so weitergeht, könnt ihr nachrücken. Ne, so. Oh Mann, ey. Was für ein Abend. Psch, psch, psch.
Also nochmal, mein Name ist Anneliese und ich und mein Mann, wir haben ein exklusives Pilzgeschäft. In, noch nie eine Frau gesehen. Und in Mannheim, genau. Allerdings läuft das Geschäft sehr schlecht. Ja. Ja, was haben Pilzmäntel und Gerhard Schröder gemeinsam? Mit beiden will man sich heute öffentlich nicht mehr zeigen. Ne? Ja, der Gerhard Schröder ist auch ganz schwierig, versteckt sich ja die meiste Zeit im Hintern von Putin. Ne? Also im Arsch vom Arsch. Ne? Ne? Entschuldigung. Frosch im Hals, ich war gerade in Frankreich. So. Und Pilzmäntel sieht man ja auch heutzutage ganz selten. Ne? Der einzige Pilz, den heutzutage junge Frauen noch tragen, ist ihr eigener. Ne? Bushy Bush ist wieder Trend. Doch, Schweiner Sauna, da war so eine junge Frau, die hat also, da habe ich echt Angst gehabt, dass ein Hamster rauskommt. Wirklich. Der am Rad noch dreht. Naja. Die Männer sind ganz ruhig, ne? Ihr habt ja, der neue Trend ist ja wieder Brustteppich, wie so ein Gorilla. Ach Gott. Mein Mann, ganz schlimm, der hat so einen Teppich da vorne. Ach, schlimm. Ganz ehrlich, ich habe morgens weniger Haare im Mund, wenn unser Bernhardiner neben mir schläft. Doch. Kölle, ich trage auf jeden Fall meinen Pilz noch, ne? Und wenn mir einer noch dumm kommt, weil ich einen Pilz trage, dann sage ich einfach, ich definiere mich jetzt als Raubkatze. Ne? Als Transleopard, ne? Als non-binärer Netz. Das geht heute. Das geht heute. Ich habe zu meinem Mann auf jeden Fall gesagt, es soll sich was einfallen wegen dem Pilzgeschäft, weil so kann man nicht weitermachen. Wir müssen wieder Geld verdienen. Ja, und statt sich meinem Mann was einfallen lassen, tun, dort. Hochdeutsch, wer kann, der kann's. Ne? Liest er immer so dummes Zeug in der Zeitung. Was hat er letztens gelesen? Dass Männer, Achtung hier, dass Männer jede Nacht in ihren Träumen bis zu 5 Erektionen haben können. Habe ich zu ihm gesagt, fang erst mal mit einer an. Wenn du wach bist, Luftpump. Jetzt mal ehrlich. Ja, Applaus, Applaus. Ich habe zu meinem Mann gesagt, pass auf. Ich übernehme jetzt das Marketing. Die Frauen müssen wieder an die Macht, oder? An alle Frauen. Die Frauen müssen. Und deswegen übernehme ich jetzt das Marketing. Ich baue mich selbst als Marke auf. Ja, wie dieser Jeremy Fragrance. Kennt ihr den? Diesen kennst der Parfüm-Influencer, der immer so extrem gut drauf ist. Ich glaube, der schnüffelt nicht nur am Parfüm. Ne? Und pass auf, ich weiß nicht, ob sie jetzt gesehen hat. Ich habe nämlich auch mein eigenes Parfüm entwickelt. Achtung, Chanelise. Number one. Und dann steht Monem. Ne? Ich mal rieche, geiler Bock. Auf die Glatz. So. Apache wird feucht. Oder wie war das? Ne? Damit gehe ich zum Homeshopping. Homeshopping ist die Zukunft. Kennt ihr Homeshopping? Ach Gott, die Gisela, meine Freundin, die bestellt sich da immer dieses Shapewear. Die Frauen kennen es vielleicht, Formwäsche. Wo man Formwäsche? Wo man so, wenn man die anzieht, dann sieht man in 5 Minuten 20 Kilo leichter aus. Und die Gisela zieht das jedes Mal an. Da wundern sich auch ihre Knie, wo die Brüste geblieben sind. Ruhig, Contenance, Etikette. Ne. Ne, aber bei der Homeshopping, das wollte ich noch sehen. Da gibt es eine, die lieb ich. Wie heißt nun mal die Mutter von Robbie Williams? Judith. Die Judith. Ich verreck. Die ist so geil. Oh, ich bin gerade gekommen. Na, also, Judith Williams, die ist auch bei Höhle der Löwen. Kennt ihr die Sendung? Ja, da wo immer so Erfinder sich auf der Bühne präsentieren vor so Millionären, hoffen, dass sie Geld bekommen. Also quasi Table Dance mit Abitur. Ne? Und da gehe ich hin. Pass auf, weil ich habe doch auch meine Pflegeserie jetzt entwickelt. Ich bin bald bei Höhle der Löwen. Guck, Achtung, ich habe meine Creme entwickelt. Flutschi 7. Ihr lacht und ihr überlegt noch, ne? Flutschi 7, Anneliese 7-in-1-Cream. Also da ist alles drin für Männer und Frauen. Guck, 2. Oben und unten, 4. Antifalten, Feuchtigkeits- und Kleidcreme. Also alles drin. Auch was für die Männer, die Creme. Ne, wir wissen doch alle, wir Frauen, die meisten Männer haben mehr Falten zwischen den Beinen als zwischen den Ohren. Ne? Junger Mann, so werden aus schrumpeligen Walnüssen wieder allglatte Haselnüsse. Flutschi 7.
immer straff, vom Lied bis zum Glied. Anneliese! Unglaublich! Oh. Und das hier ist Bühnen-Jaylan! Okay, wir machen noch jetzt die Schlussnummer. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ich habe tatsächlich, auch die Haare bleiben jetzt offen, ich habe ein Album, kommt jetzt raus, und ja, ein Rockalbum. Es gibt Lieder, die sind ernst, und es gibt Lieder, die sind so ernst und witzig. Oder ich hoffe es. Und das Lied ist jetzt so, Anneliese mache ich auch, weil auch diese Creme benutze ich auch, obwohl ich Mettler bin. Und Heavy Mettler ist ja oft ein Vorurteil, dass die so hart und rau sind. Nein, Heavy Mettler sind auch sehr weich. Und in diesem Lied, und das ist auch wirklich auf meinem aktuellen Album, da werdet ihr erfahren, wie Metaller, also mit, nicht wie meine Mutter letztens verstanden, wie EG Metall, nein, Metaller wirklich sind, und vor allem, wenn sie traurig sind. Doch wenn Metaller traurig sind, dann kämmen sie sich die Haare und essen dunkle Schokolade, dann weinen sie Kajal. Wenn Metaller traurig sind, dann hören sie heimlich auch Ed Sheeran, zusammen mit ihren Kuscheltieren, dann schmilzt ihr Herz aus Stahl. Wenn Metaller Wallows Death und Pommesgabel, Nackenschmerzen, Friedhofskerzen, einem Hund den Kopf abbeißen, Blut verschmieren, sich detonieren. Will man heute Vollgas leben, ein dünnes Magen nicht mehr geben. Doch wenn Metaller traurig sind, sind sie friedlicher als Gandhi und schauen heimlich Bambi, dann schlafen sie bei Licht. Wenn Metaller traurig sind, dann diskutieren sie ihre Feelings, polieren gemeinsam ihre Piercings mit Guckenmaske im Gesicht. Wo sind die Hände? Was ein geiler Abend mit euch! Geiler Moderator, Bühnen-Jaylan! Wenn Metaller traurig sind, dann hören sie heimlich auch Cat Stevens, zusammen mit ihren Kuscheltieren, dann schmilzt ihr Herz aus Stahl. Wenn Metaller traurig sind, Bühnen-Jaylan! Bühnen-Jaylan! Wir sind bei den besten Comedians in Sat 1. Heute auf der Bühne waren Tanni, Okan Cese, Thorsten Sträter, Markus Krebs, Luke Mockridge, Asabanian, Bühnen-Jaylan, gerade eben gesehen, Cindy aus Marzahn und Paul Panzer. Kommt nach vorne. Das sind sie, die besten Comedians Deutschlands. Vielen lieben Dank. Wir sind auf Tour am 1., 2. und 3. 9. in Hannover, Hamburg und Berlin. Da könnt ihr viele Gesichter wieder live sehen. Nächste Woche hier auf diesem Sendeplatz The Voice Kids in Sat 1. Die besten Comedians.